Der Stall wird ein wenig rustikal, aber es sind halt glückliche Schweine. Schön anzusehen. Ja? Also artengerechter geht es ja nicht, ne? Also hier fühlt man sich sauwohl. Ja, die waren neugierig. Peter Jahr, Jahrgang 1959 bei der Agrargenossenschaft Theumer Neuensalz im Vogtland. Der neue Gülleausbringer kostet rund 600.000 Euro, um die EU-Düngemittelverordnung einzuhalten. Wir haben ja vorhin diskutiert bei der Gülleausbringungsmaschine. Wir haben das Problem, wo wir auch nachdenken müssen, agrarpolitisch. Ständig höhere Auflagenstandards führen dazu, dass die Technologie immer teurer wird. Und ja, welche Antwort haben wir eigentlich dann für kleinere Betriebe? Also so locker zu sagen, hier macht mal die Tierhaltung besser, klingt gut, aber es kostet alles dann zum Schluss Geld und muss rentierlich zusammengefasst werden. Der CDU-Politiker Jahr ist Gesellschafter eines Agrarbetriebes. Früher war er Gesellschafter mehrerer Betriebe, galt dadurch als Spitzenverdiener. Das kratzte lange niemanden, roch dann aber etwas seltsam. Das Einkommen jetzt kleiner. Riecht gut, ne? Aber im Prinzip kann man das essen, wenn man will. Ne? Ja. Also mancher sogenannter Frischsalat, den du irgendwo kaufst. Der ist mehr belastet als das. Für den Veganer ist das genau richtig. Ne? Seit 2009 ist Peter Jahr Mitglied im Europaparlament. Hier mit einer Besuchergruppe aus Sachsen in Straßburg. Die sächsische CDU hat ihn zu ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahl gekürt. Landwirtschaftsthemen sind der Union offensichtlich wichtig. Wie hier auf dem Bauernhof in Großzöbern. Die Genossenschaft will den Stallbereich erweitern. Die möglichen Auflagen für Lärmschutz und so weiter sind nicht gering. Das, was der Verbraucher will, da freut sich. Also die Kühe, die Dorm ist auf der Weide, freut er sich, da ist er glücklich. Ne? Die Kuh soll glücklich sein, der Verbraucher soll glücklich sein. Wenn man zum Betrieb kommt, dann sieht man, was da so alles dranhängt. Peter Jahr ist Landwirt mit Doktortitel. Gelernt hat er einst in der Schweinezucht und der Milchviehhaltung. Da habe ich immer die Frauen bewundert, also die dann handmelken konnten. Haben Sie schon mal versucht, handmelken? Also man könnte sagen, handmelken brauchst du kein Fitnesscenter. Also hast du genau dieselben Muskeln. Und damals mit einer Melkerin sollte man sich nie anlegen. Also auch als Mann, das war gefährlich geworden. Die hatten Durchschlagskraft. Peter Jahr sieht durchaus Chancen in der Digitalisierung. Menschen gäbe es immer weniger auf dem Bauernhof. Die Arbeit könne dann halt ein Roboter übernehmen.